Weißt du eigentlich, dass du super trendy bist mit deinem Sweatshirt momentan? Ist das angesagt? Ja, mega angesagt. Man kommt in keinem Laden dran vorbei. Und damit werden wir uns heute nämlich auch beschäftigen. Bin ich fertig? Ja, okay, bin ich fertig. Damit nämlich herzlich willkommen zu In Fashion, Ihrem Lifestyle-Magazin. Und wie man ein Sweatshirt stylt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und mein erster Gast wartet auch schon. Schauen wir uns das mal an, das Objekt der Begierde, oder? Genau. Du bist ja heute schon perfekt gekleidet. Du sagst, so ein relativ simples Sweatshirt kann man vielseitig kombinieren, oder? Ja, das sieht jetzt momentan noch sehr einfach aus, aber man kann es wirklich super kombinieren. Gerade so, ja, wenn man viel zu tun hat, dann möchte man eigentlich so bequem wie möglich rumlaufen und trotzdem irgendwie, ja, gut aussehen dabei. Du bist ja sehr groß. Wie groß genau eigentlich? 1,82. 1,82. Ich sehe dich immer mit hohen Schuhen. Du betonst deine Größe schon ganz gerne, oder? Ja, weil es einfach auch Spaß macht. Man bewegt sich einfach auch anders. Deswegen, es sieht einfach ein bisschen eleganter, ein bisschen nicht ganz so lässig. Du hast ganz viele Klamotten mitgebracht aus deinem riesengroßen Kleiderschrank und die wollen wir jetzt heute natürlich alle hier in Szene setzen. Also wir sind gespannt. Dann legen wir mal los. Jo. Oh, Franzi, cooler Look. Ja, ganz lässig. Deine Tochter ist 6, die geht jetzt seit einem halben Jahr in die Schule. Wie ist das? Bringst du sie morgens immer hin? Und wie reagieren denn überhaupt da die anderen Eltern so auf dich, auf das Topmodel Franziska Knuppe? Gar nicht. Also ganz normal, wie man sich eben morgens guten Tag sagt, guten Morgen. Und vielleicht wird man beobachtet, dann nehme ich nicht so wahr. Verrat uns doch mal, wie das Outfit sich zusammenstellt. Ja, einfach ist natürlich erstmal flache Schuhe. In dem Falle, wenn man gerade eine Leggings anhat, um ein bisschen einen Fuß auch zu geben, jetzt ein paar schöne, coole Biker-Boots. Mhm. Ich ziehe jetzt, wenn der Sweater, also wie jetzt hier, nicht ganz so lang ist, meistens immer noch so ein kleines Hemdchen drunter und ein schönes Tuch. Es kommt auf die Jahreszeit an. Ich bin ein Fan von Tüchern und Schals. Also ich würde sagen, das macht Lust auf mehr. Auf zum nächsten Look, oder? Gerne. Kommt drauf an, wie man es stylt. Ich meine, eine weiße Bluse ist immer schön ordentlich und wirkt immer ein bisschen mehr angezogen. Und die Bluse muss ein Stückchen rausgucken, oder? Ja, ich finde schon, weil sonst nimmt man sie auch gar nicht so wahr. Ich meine, so eine weiße Bluse steht ja eigentlich auch fürs Büro. Und wir stylen sie jetzt hier einfach mal ein bisschen lässiger mit unserem grauen Pulli oder Sweater. Ja. Danke, dass du mir dabei hilfst. Ja. Und steck den Pullover immer vorne einfach nur rein. Ah. Um natürlich vielleicht so Accessoires wie Gürtel zu zeigen, um aber das auch ein bisschen zu brechen. Das hat man gleich so ein bisschen mehr Figur, Taille. Absolut. Sieht total stylisch aus. Hier haben wir auch gekrempelt, um die Schuhe ein bisschen hervorzuheben. Und die hast du dir noch ausgesucht für obenrum? Das ist eben nochmal so ein Hingucker, gerade auch im Büro. Wenn man nochmal ein Meeting reinkriegt oder zu einem Kunden muss, sich vorstellen, in meinem Fall, der, weiß ich nicht, ein Casting oder so nochmal hat, ja, dann ist es gleich nochmal so ein bisschen, oh wow. Dir ist überhaupt nicht kalt geworden, weil zu diesem Outfit hast du dich gleich mal richtig warm angezogen, oder? Ja, mit Leder und Fell, ob jetzt fake oder richtig, das muss jeder selber entscheiden. Aber ich finde das eine super coole Kombination. Für was zum Beispiel? Wozu trägst du das? Ja, wenn man zum Beispiel mit den Freundinnen mal um die Ecken zieht, sei es jetzt tagsüber oder abends, ist eigentlich egal. Aber es ist irgendwie bequem, lässig. Aber man hat irgendwie immer noch so ein paar kleine Details, die hervorgucken, wie es jetzt hier bei den Schuhen ist. Die ein bisschen glitzern auch, aber trotzdem ist es gemütlich und lässig, dass man ein bisschen mit den Mädels traben kann. Ja, ich würde sagen, Glamour pur, Franz. Jetzt musst du uns erstmal erzählen, was du dir hier hast einfallen lassen. Ja, im Grunde würde ich sagen, so würde ich dann mal abends weggehen zu einem kleinen Cocktailempfang. Wir fangen unten an, du hast also wieder High Heels an, mit ein bisschen Glitzer, ne? Genau. Das kommt ja abends auch immer ganz gut. Und dann natürlich den tollen Lederrock, ja, der natürlich auch die Figur betont in diesem Falle, weil oben ist es ja voluminöser, dann muss es hier wahrscheinlich schmaler. Bisschen schmaler. Ich meine, Pencil Skirt ist irgendwie nie aus der Mode gekommen, ein bisschen schmaler, es betont die Figur. Dann habe ich hier noch einen Gürtel, der eigentlich wie so ein High-Waist-Rock jetzt aussieht, aber es ist eigentlich ein Gürtel nur, um die Taille ein bisschen mehr zu betonen, weil natürlich, wie gesagt, der Sweater an sich ja doch sehr, ja, voluminös ist. Und abends kann man ein bisschen mehr Figur zeigen. Das ist schon. Und dann natürlich noch absolut eine Statement-Kette, wie man so schön sagt, ne? Die auch noch mal ein bisschen Glamour versprüht. Ne? Ja, ich denke, gerade bei so einem Outfit, es sind ja wenig Farben dabei, außer nur Grau und Schwarz. Und gerade wenn man abends weggeht, kann man ruhig mal ein bisschen was draufpacken. Also große Kette oder große Ohrringe oder vielleicht noch ein schönes
großes Armband. Nie alles auf einmal, das wird ein bisschen, sieht dann aus wie ein Christbaum. Also immer nur so ein Teil, ein Hingucker. Vier Outfits und dein Lieblingsoutfit, was war's? Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich finde alles ganz toll. Aber ich denke, der graue Sweater gehört auf jeden Fall in den Kleiderschrank, weil man mit dem so viel machen kann und so viele tolle, verschiedenste Outfits kreieren kann. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich weiß, ich muss jetzt mal shoppen gehen. Ja? Würdest du mir helfen? Gerne, bin ich dabei, auf jeden Fall. Toll, also eine professionellere Hilfe gibt es ja nicht. Dann let's go. Dann los.